Hinscheiden und vor den Wahlen. Was willst du damit sagen, Bruder Remigius? Es geht ihm nicht um James. Es geht um ihn. Er will Prior werden. Nein, ich bin hergekommen, um mit James zu reden. Ich denke, das ist eine wunderbare Idee. Ich nominiere Philipp von Gwynedd als neuen Prior von Kingsbridge. Das ist ausgezeichnete Idee. Oh, wir sind im Retten. Was ist mit Remigius? Damit habe ich nicht gerechnet. Großartige Idee. Bruder Philipp, nimmst du die Kandidatur an? Danke für dein freundliches Angebot. Aber wir möchten dir wirklich nicht zur Last fallen, Bruder Remigius. Oh, aber ich bestehe darauf, euch zu helfen. Nein, das musst du wirklich nicht. Wir unterhalten uns dann später. Danke. Wir haben nicht viel Zeit. Die Abendmesse beginnt bald. Heißt, wir müssen jetzt das Ding finden? Hätte ich die Kandidatur ablehnen sollen? Du konntest nie gut Nein sagen. Und Milius hatte recht. Kingsbridge braucht dich. Was ist mit St. John? Ich werde morgen dorthin reiten. Ich werde ihnen sagen, dass du ein paar Tage in Kingsbridge bleibst. Dank dir wird man diese Dokumente und Bücher nicht verbrennen. Jetzt müssen wir nur noch diesen Brief finden. Du glaubst wirklich, dieser Brief könnte einen Krieg verhindern? Wenn die Botschaft sagt, was ich vermute, dann ja. Okay. Können wir untersuchen? Wie gesagt, wer es lesen möchte, kann gerne pausieren. Nun lass uns nach dem Brief schauen. Denn wir müssen jetzt den Brief finden. Ein Fass. James hat in den letzten 10 Jahren viel Zeit mit Schreiben verbracht. Anstatt eines Priors wurde er eher ein Einsiedler. Das machen Mönche wie du doch, oder? So war es früher einmal gedacht, ja. Da haben wir noch eine Schreibtafel. Die Handschrift auf dieser Tafel ist kaum lesbar. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Hat Prior James das geschrieben? Suchen wir weiter. Bin ja schon dabei. So, hier haben wir einen Foliant. Mal gucken, was da drin ist. Francis, ich glaube, ich habe ihn gefunden. In der Bibel? Die Offenbarung des Johannes. Und sie sprachen zu den Bergen und Felsen. Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen? Das Lamm. Wovor hatte James Angst? War es dieser Brief? Nein, der Brief ist noch versiegelt. Brich das Siegel. So, machen wir doch mal untersuchen. Bla bla bla. Okay. Ja, das ist er. Du hast ihn gefunden. Der Graf von Shiring will einen Krieg anfangen? Ja, er tut sich mit meinem Herrn, Graf Robert von Gloucester, zusammen. Wer ist dieser König Stefan, der den Thron bestiegen hat? Ein Neffe König Heinrichs. Denkst du oft an den Tag, als unsere Eltern starben? Du weißt, dass ich nicht darüber reden will, Francis. Ich weiß, aber ich muss immer an sie denken. Und ich habe immer König Heinrich die Schuld an ihrem Tod gegeben. Die Kirche hat unter seiner Herrschaft ebenso gelitten wie wir in Wales. Philipp, du musst diesen Brief dem Bischof von Kingsbridge zeigen. Dem Bischof von Kingsbridge? Dem Bischof von Kingsbridge?
Warum? Unser verstorbener König wollte Roms Einfluss in England vermindern. König Stefan dagegen hat geschworen, die Rechte der Kirche zu wahren. Und wir können ihm helfen, wenn du den Bischof bittest, Stefan zu beschützen. Erstmal noch das Motiv in Frage. Du willst, dass der Bischof dem neuen König hilft? König Stefan? Ich will einen König, der die Kirche unterstützt. Ich will, dass diese dunklen Zeiten enden. Ich will den Grafen von Shiring daran hindern, einen Krieg anzuzetteln. Er könnte ganz England in Brand stecken. Mein Herr, der Graf von Gloucester darf niemals wissen, was ich hier getan habe. Darum darfst du keinem sagen, wie oder wo du an diesen Brief gekommen bist. Hörst du? Erzähl niemanden von mir. Na gut, machen wir mal. Glaubst du wirklich, der Bischof kann etwas ausrichten? Sag ihm, du hättest den Brief durch Zufall gefunden. Und wenn er mir nicht glaubt? Was dann? Er wird dir glauben. Die Frage ist, wird er wirklich versuchen, den Grafen von Shiring aufzuhalten? Ich werde nach St. John reiten und den Mönchen sagen, dass du bis zur Wahl in Kingsbridge bleibst. Was, wenn der Graf von Shiring herausfindet, was ich getan habe? Was, wenn der Bischof es ihm erzählt? Philipp, beruhige dich. Er ist dein Bischof. Ich bin ein einfacher Mönch. Welches Recht habe ich, dem Bischof unter die Augen zu treten? Das ist die Frage. Okay, das ist alles, was wir getan haben. Akzeptieren wir mal. Kapitel 2. Mal schauen, was da passiert. Jack heißt es auf jeden Fall. Oh, was war da? Ein Wildschwein? Tot. Da drüben können wir nicht lang. Können wir überhaupt irgendwo lang? Das will er nicht. Aber ich suche gerade, ob wir hier irgendwo noch was haben. Hier war was. Hufspuren. Okay, wo können wir jetzt noch lang? Viel mehr gibt's hier nicht. Okay, wir haben das Reh. Oh, das war daneben. Wir können ja jetzt nochmal. Jetzt müssen wir uns aber konzentrieren hier. Geschafft. So, das nehmen wir doch mit. Mein Name ist Jack. Lange Zeit war dies der einzige Name, den ich kannte. Seit meiner Geburt lebte ich mit meiner Mutter in einer Höhle im Wald. Es war kein leichtes Leben, aber wir kamen zurecht.
bis in jenem Jahr ein besonders harter Winter hereinbrach und unsere Vorräte knapp wurden. Zum Glück war es mir nach mühseligen Wochen endlich gelungen, mein erstes Reh zu erlegen. Ich erinnere mich auch noch, wie ich voller Stolz auf Mamas Rückkehr wartete, damit sie das Fleisch räucherte, und vertrieb mir derweil die Zeit mit meinen Lernübungen. Herr Karl, der König, unser großer Kaiser, war 7 volle Jahre in Hispanien. Bis an das Meer eroberte er das Hochland. Schlag es nach, rezitiere den Vers. Nö, wir schlagen nach. Und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Und keine Burg war, die vor ihm bestünde. Es war fast Nachmittag. Und Mama war immer noch nicht zurück. Ich wusste, wenn ich das Fleisch räuchern wollte, konnte ich nicht länger warten. Ich musste es ohne sie versuchen. Oh Gott, wir müssen kochen. Das ist nicht so gut. Mama muss mehr Holz hacken, okay. So, hier haben wir ein Bücherregal. Was uns nichts bringt. Hier haben wir Wildfleisch. Ich kann das nicht roh essen. Ich muss es erst räuchern. Fleisch verdirbt schnell. Dazu brauchen wir aber noch ein bisschen Holz. Was haben wir denn hier in den Säcken? Okay, auf eine Nuss rumkauen. Haben wir eine Burg? Da ist er, Karl der Große, Beschützer meiner Stadt. Du kommst mit. Okay, hier haben wir Werkzeug und Waffen. Ja, okay, das ist wieder irgendein Dokument. Ein Steinhaufen. Was war das? Hier haben wir noch Äste. Müssen wir jetzt echt Fleisch räuchern als allererstes? Das machen wir einfach. Ja, zack. Das Feuer ist noch nicht heiß genug. Ich brauche mehr trockenes Holz. Aber woher nehmen? Da haben wir doch welche. Gut, es wird wärmer. Mama wird stolz sein. Das Geräusch ist immer noch da. Kann man jetzt immer noch einen drauflegen? Nee, schade. Ja, wir haben doch schon Steine mitgenommen. Aber man kann ja nie zu wenig haben, ne? Okay, die Animation bleibt immer die gleiche. Folgen wir mal dem Lärm. Ach, ich weiß, was das für ein Lärm ist. Wir können uns ja denken, was es ist. Es wurde von etwas Scharfem getroffen. Das war kein Tier. Und folgen wir dem Lärm.